Und dann wollen wir mal weitermachen. Ich habe mir wegen meinem Husten, habe ich mich jetzt so eingedeckt, dass ich gut dagegen ankomme. Lutschpastillen, ein Schleimlöser, heiße Zitrone, Tee. Einfach wunderbar. Und ich habe mir gedacht, wir haben es ja gestern besprochen im Stream. Liebe Twitch-Chatter. Mir geht soweit ganz gut und hallöchen, Juna. Ich habe seit letztem Mal nicht wirklich weitergespielt. Deswegen habe ich ein Problem. Ich weiß immer noch nicht, wo noch ein Gebiet frei ist. Ich weiß immer noch nicht, wo hier noch ein Gebiet besiedelt werden könnte. Obwohl ich eigentlich alles abgeklappert habe. Es sieht für mich ziemlich final aus. Aber ich würde sagen, wir machen trotzdem jetzt einfach mal weiter. Hier könnten wir noch ein bisschen reisen. Naja. Ich hoffe, euch geht soweit gut. Aufzeichnungen. Ich würde sagen, Eroberungsträume, ja, ja. Machen wir uns mal hier auf. Wir haben ja gut was weggenommen. Und ja. Niedergebrannte Reisfelder ernähren leider keine Leute. Ja. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, habe ich das hier markiert? Akt 2. Erobere Burg Shimura. Tsuhara Izuhara wird angegriffen. Rette die Höfe und besiege seine Leute. Also, interessant. Interessant. Also, es wird schwierig, voranzukommen. Wenn er wieder zurückschlägt. Aber auf der anderen Seite muss man auch ganz ehrlich sagen, das gibt dem Spiel einiges an Lebendigkeit. Jo. Bin auf jeden Fall mal gespannt. Hab so ein bisschen die Beobachtung gemacht, dass bei euch diese großen Spiele zwar ordentlich helfen, unterhalten. Aber dass dort im Stream der Unterhaltungsfaktor jetzt wesentlich geringer ist als zum Beispiel bei Pokémon Ranch Simulator. Also diese relativ langweiligen Spiele.
Müssen wir mal gucken. Also ihr müsst mir natürlich auch sagen, wenn euch jetzt im Stream so ein großes Game hier so schöne Storylines wie Ghost of Tsushima, Forbidden West etc. etc. für den Stream selbst zu langweilig sind, wird, wenn ihr das einfach nur mal anspielen wollt, habe ich natürlich auch kein Problem damit. Ich hätte mir vielleicht mal angucken sollen, was ich gerade so ausgerüstet habe, bevor ich einfach blindlings in irgendwas laufe. Das Scooter gehört wird angegriffen. Jetzt muss ich mal gucken. Wenn ich gewusst hätte, dass ich da einfach weiterlaufen muss, bis das Event getriggert wird, hätte ich da durchaus mehr gemacht. Okay, ich glaube, die Kunst hierbei besteht, bei den Herausforderungen einfach langsamer zu ziehen als der Gegner. Also erst den Gegner ziehen lassen und dann die Spielfigur. Wollen wir auf jeden Fall mal gucken. Justin hat ja schon via Handy im Discord geschrieben, dass er immer noch erkältet ist. Schwarzpulver. Verletze Gegner mit einer Schwarzpulverbombe. Frage ist halt nur, wie komme ich da rein? So, voller Lümmel. Voller Lümmel. Ich habe keine Ahnung, warum der jetzt diesen einen Windschnitt gemacht hat. Ich sehe aus wie ein Dreckspatz. Ihr seid sicher. So, Ruhe im Karton. So.
Ich muss mich immer an die verschiedene Steuerung gewöhnen. Einfach, weil Zero Dawn und Ghost of Tsushima zwei verschiedene Tasten haben, um zum Beispiel zu ducken. Und das ist halt ein bisschen schwierig. Wir spielen immer noch die PS4-Version. Dementsprechend ist das Spiel grafisch immer noch traumhaft. Ich bin ja einigermaßen froh, dass Justin gerade nicht zuguckt. Ja, ich bin noch dran. Alles wird wieder gut. Und der würde das Spiel jetzt hassen. Mein Leben gehört euch. Bringt euch in Sicherheit. Seid vorsichtig. Die Strohhüte waren nicht immer selbst an uns. Keine Überraschung. So, jetzt müssen wir nur gucken. Wo ich am besten was mache, dass ich die nicht darauf aufmerksam mache, dass ich da bin. Den hör was bett zum Nasen mit Rangers. Dass der Typ da oben nichts merkt, da draußen bläsen die Horne. Die verstummen alle so Stück für Stück. Trotzdem mal da. Das ist nur noch der Lappen da oben, ne? Na komm her. So. Kein Problem. Ja, ist ja gut, alte Yuna. Na, so alt ist sie gar nicht. Na doch. Wir schulden euch unser Leben. Ach, Quatsch. Nehmt den Schlüssel für Gosakus Rüstung. Nutzt ihn weise. Habt ihr die Rüstung je selbst gesehen? Wir haben es nicht gewagt, mein Herr. Wir sollten sie für jemanden wie euch aufbewahren. Na dann. Ich fand die
Aber schon schlimm. Ich soll eigentlich mit der Story weitermachen und das Gebiet nicht. Naja. Den kriegen wir hin. Ja, ist ja gut, ihr beiden. Schlafen wird nicht. Na komm, Sora. Aha. Aha. Das hätte ich jetzt so nicht gedacht. Ich würde dich gegen nichts tauschen. Oh, guck mal, so voll lieb. Ja, durch den Reis will ich jetzt nicht unbedingt. Es ist einfach eine grafische Augenweide. Ich weiß, ich habe mir überlegen, auf YouTube zu streamen. Aber... dann würde ich ja mein Spiel selbst spoilern. Weil ich ja theoretisch bis... Dingsbums voll bin. Bis Mitte Oktober. Und Horizon Forbidden West brauche ich auch nur noch. Toko, wir haben einen Weg die Klippen hinabgefunden. Das Klettern ist gefährlich, aber nahe des Wasserfalls erscheint es etwas sicherer. Das Boot soll heute Abend kommen. Du musst es einfach schaffen. Vater sagt, eine weitere Chance wird es nicht geben. Wir wollen nicht ohne dich gehen, aber wir können nicht bleiben. Ich hoffe, du verstehst das. Aha. Die Frage, die sich mir jetzt stellt, ist, kann ich hier irgendwo klettern? Kann ich da noch irgendwas finden? Weil das sieht für mich aus, als könnte man... solle man da hin? Hier zum Geschwisterfelsen. Nahe des Wassers ist es sicher. Was meinten ihr? Können wir da hin? Gibt es hier was, wo man klettern kann? Ich meine, bei Horizon Forbidden West würde ich jetzt sagen... haben sie sich so ein Suchen selbst so ein bisschen abgeschmiegelt, weil die Aloy ja jetzt einen Gleitschirm hat. Geschwisterfelsen. Egal, ist fertig. Ich würde sagen, wir gehen hier ganz normal weiter. Ja. Auf jeden Fall ein bisschen Ghost of Tsushima heute Abend auf jeden Fall. Ich würde aber ganz gerne... um es nicht zu vergessen, auch ganz gerne noch weiterhin heute Abend, wenn gewünscht, nochmal Ancora weitermachen. Ancora Lost Days mit der Moon. Das Spiel scheint euch bis jetzt auch einigermaßen gefallen zu haben, habe ich das Gefühl. Und das möchte ich natürlich nicht vergessen.
Oder was meint ihr zu dem Spiel? Das war ein bisschen kindlich. So von der Optik her. Aber warum denn nicht? Ja, zieh das Schwert doch nicht. Hier mach doch da nur sauber. Wenn auch... Ich verstehe es nicht. Aber das hinterfrage ich mal nicht. Und was hältst du denn von dem Plan, Yuna? Erst so ein bisschen Ghost of Tsushima, so ein paar Sachen. Und später dann... Gerade jetzt! Oh je. Na, das geht ja noch. Na dann. Lol. Das lief besser als gedacht. Ich hätte zwar theoretisch auch ein wenig Lust auf Dingsbums. Pokémon und so ein Kram. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Lust auf Pokémon würde ich mir ganz gerne ein bisschen aufheben. In den Streams. Einfach aus dem Aspekt her, dass ich dann kommt hier noch was? Das sieht für mich so nach einer Kulisse aus, die noch kommen könnte. Ich würde es mir gerne für Kamezin aufheben. War doch richtig, ne? Spiel auf das, worauf du Lust hast. Dann kommen wir mit den anderen Spielen gar nicht mehr vorbei. Voran. Weil ich eigentlich Lust hätte auf A, entweder The Last of Us. Oder B. Oh, hier gibt's Blumen. Aber hier sieht es doch auch so aus. Hier sieht's nicht gesund aus. Wo sind denn die Leute? Ja gut, Blumen brauche ich jetzt auch nicht unbedingt so richtig viel. Ja. Schwierig. Ich hätte eigentlich Lust auf The Last of Us. Dann hätte ich, wie gesagt, Ghost of Tsushima weiterhin Lust. Dann würde ich gerne vielleicht noch mit jemandem zusammen oder mit zwei Leuten zusammen, Final Fantasy spielen. Mein Videograbber ist heute angekommen. Das bedeutet, ich könnte auch mal die GameCube wieder anmachen. Also dementsprechend, das ist ein Reh. Schwierig. Ranch Simulator wäre auch eine Möglichkeit. Stardew Valley. Hätte ich auch sehr gerne Lust. Da könnten sogar der Kai und der Justine mitspielen. Die Justine. Er wird mir das nie verzeihen. Aber ich kann es auch nicht lassen, weißt du. Ist einfach saulustig. Ihn zu ärgern. Aber so das Ambiente hier vom
Spiel gefällt mir einfach jedes Mal aufs Neue. Wenn das jetzt kein Fantasy-Spiel wäre, wenn das jetzt ein Fantasy-Spiel mit Magie und so wäre, dann würde ich jetzt fragen, warum kommt diese Musik? Ist es ein Bienennest? Das heißt doch dann meistens, dass hier immer irgendwas ist. Wollen wir das Pferd platt machen, Yuna? Hast natürlich nein gesagt, aber bis dahin. Gibt aber nichts. Entschuldigung. Ich hätte deine Antwort abwarten sollen, aber ich weiß nicht genau, wie hoch der Delay gerade ist. Sonst hätte ich das Pferdchen am Leben gelassen. Nächste Frage wäre natürlich gewesen, hätte das überhaupt überlebt? You know. Ah, es kommt die nächste fettige Lasagne. Nee, heute Morgen bin ich einfach mal ein bisschen spazieren gegangen, mal bei dem Markt gegangen. Vielleicht schaffe ich es hier heute mal nicht. Mich vom Dönermann zu ernähren. Ich habe ein bisschen Wurst geholt. Schönes Baguette, bisschen Brötchen. Raubtierfälle, immerhin. Die brauchen wir. Frage ist, dann kommt das Vieh irgendwann zurück. Naja, kann es vergessen. Das Ferkel hat es, verdient zu überleben. Wir müssen noch ein... bisschen in die Richtung gehen. Ich finde es bei solchen Spielen immer ein bisschen schlimm, dass sie groß ausgelegt sind, dass du halt wirklich Reittiere benutzt. Aber ich finde die teilweise so schön und habe da immer Schiss, irgendwie etwas zu vergessen, etwas nicht zu entdecken. Und wenn es noch so eine Kleinigkeit ist. Yo. Diese Keiler sind gefährlicher, als sie aussehen. Ja. Ich hätte aber nicht gedacht, dass ich die alle mit dem Kunai so platt mache.
So. Ich will zwar nichts sagen, es ist aber eine schöne Hütte. Sieht so unscheinbar aus. Na, durch den Dreck will ich jetzt nicht unbedingt kriechen. Ist aber noch nichts drin. Also entweder habe ich es noch nicht getriggert. Oder irgendwie verkackt. Ja. Griff Ishikawa bei einem Lager in Akashima. Na, dann wollen wir mal zu dem Lümmel hin. Ich würde aber sagen, YouTuber, macht's gut. Bis zur nächsten Aufnahme, YouTube. Tschüss.